Na gut. Hat jemand eine Waschmaschine im Hintergrund laufen? Ich nicht. Oder es ist einfach Jans Nase, die alles Mögliche fabrizieren kann. Na gut. Na Ich glaube, Tim hat gut. den Soundeffekt verloren. Drück einfach auf den Gut. Knopf, Tim. Wo war denn Na Bruder gut. Kevin? Oh. Bruder Kevin? Bruder Kevin allein zu Hause. Moment, das schreibe ich mir auf. Damit das nie wieder jemand sagt. Er will das bestimmt irgendwann in den letzten Worten verwenden, wenn es mal passt. Irgendwann. Nicht heute, auf keinen Nein, Fall. nein, heute wird es ja nicht passen, der kommt ja gar nicht vor. Ja, natürlich nicht, weil er allein zu Hause ist. Hat jemand Kevin gesehen? Kevin! Ups, was war das denn? Alarm! 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 Bidu, Bidu. Alarm! Bestes Dieser Podcast wird für Sie produziert von. Wir wurden gehackt. Für diese technische Unzulänglichkeit möchte ich mich entschuldigen und begrüße mein Team aus fünf verbleibenden Zylonen, die letzten fünf, nämlich Phil. 8,1. 8,1. Das, liebe Zuhörer, war die Wertung von IMDb zur letzten Folge, die wir beim letzten Mal vergessen haben. Vielen Dank, Phil. Ben. Hallo. Jan. Guten Tag, lieber Tim. Mario. Hunger, hallo. Und Nummer 5. Der Tim. Also, wir sind die fünf letzten Zylonen, denn darum geht es in der heutigen Folge. Wer sind die fünf letzten Zylonen? Beziehungsweise heute wird zum ersten Mal überhaupt diese Frage aufgeworfen oder die Erkenntnis geschaffen, dass es ja noch fünf Modelle gibt, die ja noch niemand gesehen hat. Denn es gibt und du hast sie gleich beantwortet. Und ich habe sie gleich beantwortet. Ist ja auch gar nicht so untypisch. Also in Galaktika-Tradition großes 12. Geheimnis aufwerfen und am Ende der Folge direkt wieder auflösen. Eben, und wir haben es deswegen jetzt schon gleich am Anfang der Folge aufgelöst. Das sind einfach wir. Tada. Wir sind die fünf Zylonen. The Final Five. Wir sitzen vor dem großen Fernseher und kommentieren das, was unsere Kollegen da auf der Leinwand treiben. Das ist ein bisschen wie Mystery Science Theater. Genau. Und wir haben Ben einen Plan. Hackt ein Loch in unser Raumschiff. Denn wir haben Ach, der Pizza-Boot einen ist da. Plan. Was? Ich dachte jetzt, Mario hat gedacht, das hat geklopft. Ich glaube, wir haben sogar fünf Pläne. Ich glaube auch, wir haben fünf Also Pläne. Jeder einen anderen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und das würde sich ja auch zu den sieben anderen durchaus passen, weil die haben ja auch jeder einen eigenen Plan. Nachdem wir jetzt wieder stabile Verhältnisse haben, eine Präsidentin und einen Vizepräsidenten, haben wir jetzt auch noch ein Virus. Die neue Folge heißt Virus oder auf Englisch Torn. Torn heißt doch eigentlich zerrissen oder sowas, oder? Bestürzt. Kenne ich nur von hier. Von dem Song. Wie heißt die? Natalie ja, genau. Bruglia. Genau. Genau. Das rote Sofas stehen bei mir vorn, wie die Switch-Parodie davon war. Werden wir verlinken. Switch-Parodie zu Torn. Auf Deutsch Virus. Erstausstrahlung USA war am 3. November 2006. Also eine Woche nach der vorherigen Folge. Natürlich, und in Deutschland entsprechend auch eine Woche nach der vorherigen Folge am 21. Dezember 2007. Regie führte Jean de Segonzac, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Segonzac, 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 ich weiß es nicht. Ein US-amerikanischer Regisseur wird wahrscheinlich nicht mit französischem Namen ausgesprochen. Jetzt habe ich gerade meine Episodenliste zugemacht, deswegen kann ich euch nicht mehr erklären, wer die Episode geschrieben hat. Vielleicht erklärt uns das Jan. Das war N. Coffell. Saunders. Damit hast du jetzt nicht gerechnet, ne? Jean de Segonzac. Jean de Mulet. Segonzac. De Monet. De Monet. De Monet. De Monet.
Ja. Er ist der Pisspage. Mal gucken, ob er noch irgendwas anderes gemacht hat. Anne Kofell. Ja, die hat schon ganz viele Episoden geschrieben für Battlestar. Tatsächlich? Ja, die schraubt ständig an Episoden für Battlestar. Oh ja, die hat auch sonst schon viel gemacht. Echt? 24. Ah, okay. Chuck, genau. Naja, in Marvel. 24 hat sie eine Folge gemacht. Naja. Das eine mehr, als wir gemacht haben. Aber in Battlestar hat sie 4 Folgen insgesamt gemacht. Mhm. Echt? Erst 4? Ich hätte gedacht, die hat gefühlt jede dritte gemacht bis jetzt. Ja, es war jedenfalls aufgrund meiner Quelle fernsehserien.de. Okay, sie hat gemacht Das Opfer in Staffel 2, sie hat gemacht Die Auferstehung Teil 1, sie hat gemacht Pegasus, das waren jetzt schon 4, oder? Waren das 3? Das waren 3. Verdammt. Und dann die heutige? Bei Eureka war sie auch. Die heutige, ja. Und damit waren es 4, du hast vollkommen recht. Nicht ich, sondern fernsehserien.de. Was, bei Eureka hat sie auch mitgemacht? Ja. Okay. Ah, das steht dir gar nicht. Ja, Eureka, da hat ja auch Balta, glaube ich, mitgespielt, richtig? Ja. Das ist ja oft so, dass... Ich glaube, in dieser Zeitreise... Genau, der hat dann im Zweiten Weltkrieg hatte diesen Wissenschaftler gespielt. Mhm. Das scheint dann so gewesen zu sein, dass die gerade frei wurden von Battlestar, als Eureka dann drin war. Das ist ja oft so, dass man viele Leute, die in einer Serie irgendwie was zu tun hatten, dann in der nächsten irgendwie auch wieder... Ja. Sieht, wenn die gerade ja, danach losgeht. Die weibliche Hauptrolle zu kennen. Die weibliche Hauptrolle bei Eureka, diese Polizistin, ist ja die Frau, die hier das Baby hatte. Ach so. Die das Baby bekommen hat. Ah, ja, richtig. Maya hieß sie, glaube ich, hier in der Serie, die auf das Baby aufpassen sollte. Da. Echt? Ist das die Assistentin, die Deputy? Ja, die Polizistin, genau. Ah. Mhm. Kenne ich ja eigentlich gar nicht. Ich habe nur so Aha gesagt, aber. Ja, aber Eureka, kann man gucken, ja. Ja, den Namen kenne ich aber. Ich weiß gar nicht, ob ich es zu Ende geguckt habe. Ich glaube, ich habe irgendwann aufgehört. Ich habe es nicht zu Ende geguckt. Aber war trotzdem schön. Ja. Man kann ja auch nicht alles zu Ende gucken. Nee, Galactica gucken wir auch nicht zu Ende. Wo kommen wir da hin? Ja, das ist aber auch gar nicht bei so Serien gar nicht immer wichtig, das zu Ende zu gucken, weil irgendwann, es wird ja eh so lang produziert, bis es abgesetzt wird. Von daher kann man auch irgendwann aufhören. Da wird es früher abgesetzt. Wie Firefly. Hm. Genau. Kämen wir denn dahin, wenn wir alle 2 Folgen, nee. Hat jemand 2 Folgen Firefly gesehen? Mindestens, ja. Habe ich schon mehr. Direkt? Ja, klar, habe ich. Staffeln wollte ich sagen. Ach so. Zählt es auch, wenn man die erste 2-mal gesehen hat? Nee. Oh. Boah, stell dir mal vor, irgendjemand hat die 2. Staffel Firefly gesehen in irgendeinem Universum. Wow. Was für ein Universum. Aber nicht in meinem Universum, denn hier geht es um was ganz anderes in meinem Universum. Wir suchen nämlich die Erde. Mario, du wolltest uns doch die Folge zusammenfassen. Ich wollte es unbedingt freiwillig machen, weil ich einfach, ich weiß nicht. Ja, ich wurde auserwählt. Ja. Jeder hat seine Bestimmung, Mario. Ja, ich gehöre zu den letzten 5 und das ist meine Bestimmung, diese Folge heute zusammenzufassen für euch, meine lieben Zuschauer, nein, Zuhörer. Oder ihr schaut mir vielleicht zu auf meiner Webcam-Seite. Nein. Okay. Wir schauen dir alle zu. Oh, verdammt, hoffentlich nicht. ich hatte was zusammengeschrieben, ich war nämlich faul, ich bin jetzt eigentlich faul, dann ist mir schnell was Aussage aus dem Hirn, deswegen notiere ich mir das immer. Balta ist ja noch immer eigentlich bei den Zylonen, der wird dort eigentlich gefangen gehalten, die Zylonen wissen noch immer nicht, was sie mit ihm machen sollen, entweder sollen, er stirbt oder er darf am Leben bleiben und mit ihnen zusammenleben. Wir erfahren nämlich in der Folge dann, also von den letzten 5, die kommt, werden dann endlich wieder mal erwähnt und Balta fragt sich, ist er dann vielleicht einer von denen? Weil es kommt nämlich raus, diese Fantasiewelt, die er sich da immer so erschafft, das machen die Zylonen nämlich auch die ganze Zeit. Und da fragt sich, gut, bin ich vielleicht auch einer? Und ist da jetzt nicht sicher, ob er dazugehört. Sie wollen von bald nicht jetzt wissen, wo die Erde ist, weil sie wissen natürlich, dass sie die Erde suchen wollen. Er liefert ihnen ein paar Ergebnisse, also ein paar Dinge hat er rausfinden können und so hat er also den Löwen gefunden, das ist halt so eine Sternansammlung, wie ich es verstanden habe, aus einigen toten Sternen.
und aus vielen anderen Sternen halt. Und schaut aus wie ein Löwe. Sein roter Stern und der blaue Stern und die zwinkern halt irgendwie, also eins von den Augen. Das heißt, jedes Mal, wenn der Stern so gerade stirbt, zwinkert es halt. Ja. Er stirbt ständig, alle mehrmals in der Minute stirbt der Stern. Das wieder Leben. Ja. Ja. Ein Basisschiff wird dann halt hingeschickt und soll natürlich schauen, ob dort wirklich irgendwas ist. Der Kontakt bricht ab, die kommen dann drauf, ja, da ist eigentlich ein Virus und da sind irgendwie alles infiziert. Und Geist meldet sich freiwillig, um das dort zu checken, die ganze Lage. Einfach mal deswegen, weil er muss sich natürlich beweisen und muss zeigen, dass er es wert ist zu leben. Und ja, dort findet er eigentlich alle tot vor, tot und verseucht. Was wir genau dann dort vorfinden, ich glaube, das besprechen wir dann besser, oder? Würde ich mal sagen. Ja. Ja, das ist ein bisschen spannender. Ja, und auf der Galaktika ist dasselbe Ziel, die wollen natürlich noch immer die Erde finden und Gator hat einige Notizen von Balta geklaut und zusammengesetzt wieder und die kommen natürlich auch auf diesen Löwen. Ja, und sonst gibt es noch einen kleinen Nebenplot mit Colonel Ty und Starbuck, wo sie ein bisschen für Unruhe sorgen. Die Moral ist eigentlich nun recht im Keller, weil ich empfand das irgendwie so als Schwanzvergleich in der Folge. Während die Neu-Capriger-Leute meinten, ja, boah, wir haben es voll schwer gehabt da unten, wir wurden gefoltert und haben Augen verloren, meinten dann andere oben, die Galaktiker-Leute, boah, es war so langweilig, wir haben so viel Platz gehabt auf diesem Schiff und das war gar nicht auszuhalten. Und so fängt's an und ja, also die machen eigentlich Probleme mit Ty und Starbuck, aber da gehen wir dann auch später näher drauf ein, würde ich sagen. Und ja, das ist die Zusammenfassung endlich. Ja, vielen Dank. Wie geht's denn los? Es gibt jetzt jemanden, der passt wieder ins Cockpit, wo wir wieder beim Cockpit von letzter Folge wären. Lee Adama mit seinem super slushy Fitnessprogramm. Ja, Apollo ist wieder im Training und kriegt von wie heißt sie noch? Die pillensüchtig ist. War. Cat. Ordentlich eins gezeigt. Also er ist anscheinend ein bisschen eingerostet an Bord der Pegasus. Und Starbuck, auch als Viper-Pilotin, will dann ja mitmischen. Apollo sagt, nö, du bleibst da. Und was eben dabei rumkommt, ist, Starbuck rammt, ich weiß gar nicht wen, ob jetzt Cat oder Apollo, und verursacht einen ziemlichen Viper-Schaden. Solange es kein Marder-Schaden ist. Er sagt auch, der Chief bringt ja genau denselben Witz. Echt? Nein. Du hast heute schon dreimal. Macht sie ein bisschen zur Schnecke und früher hätte sie darauf so eine Kesse Antwort gehabt, aber jetzt hat sie darauf, ist mir auch alles scheißegal. Sie ist halt noch auf diesem Scheißegal-Trip vom letzten Mal. Ja. Und der intensiviert sich diese Folge ja nur. Ja, du hast eben dreimal schon geschrieben und gesagt, du wolltest dir nochmal die Folge angucken, weil du irgendwas am Anfang genau, habe ich gemacht und ja? Ich habe es nicht mehr wiedergefunden. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, oh, das ist sehr clever da gemacht. Das ist so ein Kernstück dieser Folge. Ich habe keine Ahnung ja, mehr. Ja, gut, dass wir drüber geredet haben. Ja, war sicher der Strand. Surrealistisch. Die Farben waren neu. Naja, das war ja hauptsächlich gegens Licht fotografiert. Man hat da ja eher wenig gesehen. Du meinst jetzt der Strand in Baltas, ja, genau. Vision, Kopf. Traum, was auch immer. Ja, Kopf ist sehr gut, genau. Wo er dann auch wieder mit dieser schönen Klaviermusik aufwacht. Die ja die ganze Folge durchzieht eigentlich, diese Klaviermusik. Mhm. Und das ist irgendwo, ja? Wo ich mir vorstellen könnte, die spielt wirklich an Bord eines Basissterns die ganze Zeit. Kann schon sein. Das wird hier Aufzugsmusik. Wir lernen hier eigentlich zum ersten Mal so wirklich das Agieren auf einem Basisstern kennen. Wir haben ja schon mal gesehen, wie Boomer in so einen Basisstern reingeflogen ist und da diese Atombombe hat platziert, aber das war dann immer in irgendwelchen Gängen oder so. Und hier erfahren wir jetzt wirklich mal, wie so die Zylonen da sozusagen wie auf sowas wie der Brücke stehen und wie so ein Basisstern gesteuert wird und so. Das sollte euch aber nicht abwirken, weiterzureden. Nein, ich fand das ziemlich cool. Ich wollte das eigentlich dann eher gegen Ende dann sagen. Aber ja, du hast recht.
ist eigentlich eine ziemlich coole Sache sogar gewesen. Und das ist, ich wollte eigentlich jetzt fragen, wie viel Zeit vergangen ist, weil so wie Lee wieder ausschaut, das müssen Monate sein. Weil das waren mindestens 2 Tage. Der Bauchmuskel, die kriegt man nicht so zurück. Einfach durchgesprungen. Und die waren ja unter dem Fett versteckt. Genau. Was war das Seil? Unter dem Fett so. Und die überschüssige genau, Haut, die hat der einfach wie Homer hinten mit so einer Klammer festgemacht. Aber da muss ich Mario recht geben. Das fand ich schon ein bisschen arg. Konnten sie sich den Fettsuit nicht mehr leisten oder statt dazu im Vertrag? Weil man hätte das doch mal ein bisschen... Naja, der hat einfach einen Monat jetzt hart trainiert. Das geht ja, so schnell. Ja, Hilo ist ja auch ganz stolz drauf. So. Ja. Jetzt, das behältst du auch. Vielleicht braucht man einfach nur Hilo als Personal Trainer. So ein 80er-Jahre-Aerobic-Video. Mit genau. Schweißbändern. Genau, genau, ja. Madonnas Videos laufen im Hintergrund und ihre Lieder. Ja, aber so gefällt er mir auch besser. Ich finde den Lee Adama mit so Pausbacken, das sah sowas von bescheuert aus. Das war's weil aber, es halt auch nicht echt war. Es sah einfach scheiße aus. Ja. Also das sah einfach nicht echt aus. Nee. Es sah aus wie, boah, wo... Ah ja, bei Goldständer gibt es doch auch diesen Typ im Fettsuit. Mhm. Ja. So ungefähr sah das aber besser aus. Das sah aber besser aus als hier. Also wirklich. Fieser Fettsack. Ja. Fieser Fettsack, ja. Ich will den Babyspeck. Das war bestimmt auch Mike Myers, oder? Ja. Ich muss mir den Film wieder anschauen. Genau, aber wie geht's jetzt auf der... Apollo hört man und sieht man dann aber auch nicht mehr in der Folge, oder? Am Ende sitzt er halt nur noch ein bisschen rum und klatscht. Wobei das schon... Das war's ja nicht, ja. Ja. Genau. Ja, es war nur mal kurz zu zeigen, welchen Rolle er hat. Er ist jetzt quasi... Er ist ja wieder Keg, oder? Ich habe keine Ahnung. Genau. Ja, ich hab's so verstanden, ja. Weil zweiter Offizier ist ja jetzt... Hilo? Ja. Beziehungsweise ein... Ja, eigentlich ist ja schon was wie der erste Offizier, weil der Teildienst unfähig ist. Ja, da ja noch nicht. Da ist er ja im Dienst, oder? Trägt er auf jeden Fall seine Uniform. Das stimmt, aber mehr als in der Kneipe rumsitzen macht er ja nicht in der Folge. Genau, genau. Er ist vielleicht offiziell nicht der XO, aber er nimmt ja auch den Tod seiner Frau feiern. Ja, ja. Ja, er übernimmt ja die Pflichten des XO. Das meine ich ja damit. Eigentlich ist er ja sogar der XO. Hatten wir jemals einen zweiten Offizier in der Serie bis jetzt? Ja, klar, das haben wir schon mal gehabt. Das war der Typ, der immer bei den Jägern oben sitzt, oder? Captain Kelly. Ach, Captain Kelly, genau. Ja. Okay, gut. Okay. Aber nochmal zum Basisstern, da wird dann ja... Machen wir vielleicht mal so die Galaktiker-Handlung und dann Basisstern, ha? Genau, okay, ja. Machen wir es so, das ist eine gute Struktur, gefällt mir. Ich glaube auch, weil du weißt, bei mir gibt es ein System und Struktur, das ist so in Österreich. Das sollte es bei euch auch geben, finde ich, wieder mal, ja. Ihr schafft doch jegliche schönen Strukturen jetzt wieder ab. Aber lass uns hierbei bleiben, bei der Galaktika. Nein, das macht gerade Bayern. Nein, die kriegen zum Mond. Es ist eh nicht so viel eigentlich auf der Galaktika passiert. Eigentlich, das kannst du eh in ein paar Sätzen nicht abhandeln. Sie suchen halt noch immer die Erde und entdecken halt auch diesen Löwen. Ich habe das jetzt nicht so verstanden, muss ich zugeben, das mit einer Sternansammlung. Vielleicht kann das einer von euch wiedergeben. Also besser wiedergeben. Ich glaube, das war einfach ein Nebel, oder? Ich habe mich dafür gar nicht so interessiert. Ja, es war ein Nebel und das blinkende Auge soll halt ein Pulsar sein. Pulsare sind eben Überbleibsel von Supernovae zum Beispiel. Also ne, wenn so ein großer Stern explodiert und die haben eine unglaublich schnelle Rotationsgeschwindigkeit. Also die drehen sich sauschnell um sich selbst und an deren Polen imitieren die immer wieder Radioschübe. So. Aber sind das nicht dadurch, zwei sogar, so, die um sich selbst sich, also die beide um sich drehen? War das nicht so? Nee, es ist nur einer, glaube ich, da. Oder nee, da waren zwei Pulsare und einer eben hat eine Blauverschiebung und einer eine Rotverschiebung. Warum auch immer das ist. Also Blau- und Rotverschiebung bekommst du ja eigentlich nur, wenn sich etwas auf dich zubewegt, was Licht aussendet, ist es eher blau. Wenn es nach hinten oder weggeht, ist es eher rot. Weil sich dadurch die Wellenlängen verkürzen, beziehungsweise... Willkommen beim Physik-Podcast. Ja, der Doppler-Effekt ist das quasi. Verstehe ich nicht. Aber dieses Blinken, das kommt eben
dadurch, dass der Pulsar immer über seine Pole dieses Zeug ausschleudert. Also so wie Gator das in der Folge beschreibt, ist es schon richtig. Und der Nebel, denke ich, der kommt auch von der Supernova, die eben den Pulsar auch gebildet hat. Könnte ich mir vorstellen, keine Ahnung. Bin kein Astronom. Hat auf jeden Fall Hand und Fuß, dieser Löwe mit dem blinkenden Auge. Der ja in irgendeiner Schrift hinterlegt ist. Von einer, die den Exodus des 13. Stammes irgendwie protokolliert hat. Sind das nicht diese Schriften der Pythia, genau, oder wie die immer heißen? Mhm. Genau. Ja, und sie fragen dann, warum denn ausgerechnet Pythia? Und dann sagt Gator irgendwie, weil sie, oder irgendjemand anderes, weil sie eben Protokollantin war. Genau. Die hatte Dienst an dem Tag. Ja, war ein bisschen komisch, dass sich sowohl der Dame als auch die Präsidentin so überhaupt keine Idee hatten, was denn dieses rote und blaue Auge sein könnte, wenn man doch offensichtlich den Sternenhimmel betrachtet. Aber Gator hat das dann ja direkt aufgeklärt, dass das wohl irgendeine Sternenkonstellation ist. Was es dann letztendlich auch war. Das hat der Balter eigentlich jetzt auf Neu-Caprica rausgefunden. Davor hat er ja eigentlich nicht rausfinden können. Sind ja die Forschungen von... Von Balta. Genau. Ja. Er hat die quasi nur weitergegeben, der Gator. Ich fand das auch so cool, wo er halt diese ganzen Forschungsunterlagen, Karten groß und so weiter hat. Und dann Balta wrote on a note und hebt so einen kleinen Post-it aus diesem ganzen... dass er auf diesem kleinen Post-it das Wichtigste überhaupt geschrieben hat. So, Line Eye is Pulsar. Ja. Pulsar, sehr bescheuert. Ja, und dann machen sie sich eben auf oder beauftragen Boomer und wer war das noch? Kennen wir? War das Cat? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Ist nicht mehr Boomer. Ist das nicht mehr Boomer? Die hat einen neuen Namen. Die kriegt doch einen neuen Namen. Hat sie aber noch nicht, oder? Nee, kriegt dann sie in dieser Folge. Ja. Und wie heißt denn dieser neue Name? Aha. Hast du die Folge etwa nicht gesehen? Toast Sparta. Schaffine. Sparta. Wieso denn Sparta? Ja. Irgendwer hat Sparta eigentlich gesagt, oder? Athena. Athena ist langweilig. Athena auf Deutsch, also bitte. Athena, sagen die auf meiner Disc. Also das ist sozusagen der Name von der Figur, die in der alten Serie, wie wir neulich festgestellt haben, die Schwester von Apollo war. Genau. Ja. Genau, und die wird zusammen mit Racetrack, glaube ich, in den Raptor geworfen und die sollen dann dieses Sternbild suchen, beziehungsweise den Nebel. Was sie am Ende dann auch schaffen und all das, was so vorhergesehen war, ist eingetreten. Das sah genauso aus. Nebel, Löwenkopf, Pulsare. Und ein Gast. Ja. Mehrere Gäste. Genau, sie finden nämlich unter anderem einen Basisstern, der da anscheinend ganz viele gestrandet tote Raider ist. Genau. Die verrotten da so alle rum. Faules Volk. Und ich fand die Verwunderung von Boomer, die irgendwie so mit ihren Augen gezeigt hat, indem sie die ganze Zeit hin und her geguckt hat, dass sie sich überhaupt nicht vorstellen konnte, was hier jetzt passiert sein soll. Fand ich sehr lustig. Ja, wenn du da in so einem, ja, andere, oder? Auf so einem Friedhof landest, würdest du auch so doof gucken. Das ist überhaupt eine Folge der Augen. Wir kommen nachher noch zu einer Szene, wo Balta auch die Augen fast rausfallen. Aber sagt sie da nicht auch irgendwas Kryptisches? Ich habe das nicht ganz verstanden. Eine höhere Macht wird irgendwie keiner bestraft oder so. Und die Zylonen sind ja quasi die höhere Macht im Moment. Irgendwas so sagt sie, weil die andere Co-Pilotin, die ist ja voll hektisch und ja, wir müssen sofort weg. Und die Boomer denkt sich, ist ja nichts passiert. Die höhere Macht wurde quasi jetzt irgendwie fertig gemacht und nicht wir. Müssen wir nochmal nachschauen dann, was genau dieser Text sagt. Obi-Wan hätte gesagt, es gibt immer einen noch größeren Fisch. Einen noch giftigeren Nebel. Wir wollten bei der Galaktika erst noch bleiben, oder? Genau. Ja. Es gibt ja noch die Szene mit Starbuck, die ja nicht ganz so gut drauf ist, hatten wir am Anfang schon gesagt. Es gab ja dieses Training und sie
ist ja immer noch total durch den Wind, durch die ganzen Erfahrungen auf dem Planeten und ja, konzentriert sich nicht, kann nicht mehr richtig fliegen, was auch immer. Auf jeden Fall müssen sie ja das Training wegen ihr abbrechen und sie rastet ja quasi, haben wir in der letzten Folge ja auch gesehen, alle 5 Minuten einmal aus. Mhm. Und sorgt halt dafür, dass die ganze Moral der Crew quasi am Abgrund steht und alle keinen Bock haben, mit ihr zu reden oder mit ihr zu arbeiten oder überhaupt in ihrer Nähe zu sein. Und deswegen ja, hat Adama mal ein ernstes Wort mit ihr. Nicht nur mit ihr, sondern auch mit Teil. Sehr schöne Szene. Ja. Das fand ich ziemlich cool. Wo er ihr den Stuhl unter dem Arsch weckt. Das fand ich sehr gut. Ja, er schickt ja erstmal so alle raus, indem er sagt, give me the room. Und die beiden bleiben dann natürlich drin. Es verbleiben im Raum. Tai und Starbuck. Hätte auch sagen können, es bleiben im Raum. Tai und Starbuck. Habe ich das nicht und dann hören alle von draußen an der Tür, wie er schreit, es war ein Befehl. Danke, dass du meinen Gag aufgenommen hast. Bitte, bitte. Der kommt immer wieder gut an. Nachdem sie den Iron Sky so schön verwurstet haben. Ja. Das war die Präsidentin da, oder? Nee, das war diese PR-Tante. Genau, die PR-Tante. Die dieses Werbeplakat machen sollte. Die dann auch so die Hand um die zitternde, genau. Die zitternde Hand um die Brille hat. Ich erinnere mich gar nicht mehr dran. Oder die ganzen anderen PR-Fuzzis vor der Tür standen und geweint haben, als sie dann losgelegt haben. Genau. Und hier sagt er dann noch zu Starbuck, sie soll ihre Waffe rausnehmen, legt sie dann auf den Tisch und sagt, er schießt mich. Das fand ich auch so, weil er legt sie ja nicht nur auf den Tisch, er lädt ja eine Kugel, Patrone in den Lauf und schmeißt sie dann einfach achtlos auf den Tisch und halt, ey, there's a bullet in there und that's a loaded weapon. Was ich halt eine sehr komische Reaktion finde, wo er das auf einmal doch sagt, weil was Adama damit ja unterstreicht ist, das ist genau das, was ihr macht. Ihr macht hier genauso einen gefährlichen Scheiß. Ihr treibt hier einen Keil nach dem anderen. Ihr seid subversive Medien, die mir hier, die töten uns alle. Ihr tötet das Gemeinschaftsgefühl an Bord des einzigen militärischen Schiffs der Flotte, die gerade auf der Flucht wieder mal vor den Zylonen sind. Und wenn wir nicht funktionieren, dann sind wir alle tot. Also könnt ihr mich auch gleich erschießen. Ja. Und das macht er super cool in dieser Szene. Das ist, also ich komme aus den Adama-Momenten gar nicht mehr raus. Ja, fand ich auch gut. Ja, es funktioniert ja auch zu 50%. Ja, ja. Genau. Und das finde ich auch super. Das ist halt nicht beide Kinder danach mal merken, dass der Groschen fällt, sondern halt sie unterschiedlich reagieren. Weil also sie merken es ja schon beide, sie gehen nur ganz unterschiedlich damit um. Ja, genau, weil Starbuck und Tai ja unterschiedliche Charaktere auch sind. Mhm. Die geraten ja immer wieder aneinander. Und wie er Starbuck noch vom Stuhl schubst, das habe ich mir auch 2 oder 3 Mal angeguckt. Und hast gelacht. Ja. Und dann nochmal in Zeitlupe. Ja, also für Starbuck ist es ja dann auch der Weckruf, den Adama sich erhofft hat. Genau. Schneidet sich erstmal die Haare. Schneidet sich den Hals durch. Kümmert sich um das Kind, was sie die ganze Zeit so. Da gibt es einen Funfact schon Haaren. Das ist ein Funfact. Haare? Das waren ihre echten Haare. Starbucks Haare, das ist wichtig. Sie hat irgendwie gefragt, wann es soweit ist, die Haare endlich wieder zu kürzen. Und das macht sie wirklich in dieser Folge. Das heißt, sie hat dann quasi Erlaubnis bekommen, ja, jetzt darfst du die Haare kürzen. Und zwar in der Folge jetzt. Das hat sie wirklich gemacht. Das sind also ihre echten Haare und so. Also keine Perücke oder sonst was. Das heißt, sie hat sich die Haare geschnitten. Das heißt, die eine Szene musste aber auch im Kasten sein, als sie gedreht hat. Na, man hat ihr gesagt, achso, ja, das. Ja, das ist schon eine ganz andere Nummer als Apollo, der sich hier mit Fetzen und so. Genau. Starbuck ist da. Apollo, wir müssen das nochmal drehen. Kannst du nochmal zunehmen, bitte? Okay. Allerdings hat man ja auch gar nicht gesehen, dass sie die Haare abgeschnitten hat. Sie hat ja nur daran rumgegeigt, dass ich dachte, gleich ist der Hals durch.
Da standen ja auch alle anderen rum. Oh, guck mal, sie zieht sich ein Messer aus dem Bein. Halt. Natürlich zieht sie sich mal guck mal, sie steht mit dem Messer ein bisschen paranoid vor dem Spiegel. Mal gucken, was als nächstes passiert. Ja, keiner. Ich muss doch fertig duschen. Das einzig Tolle hätte ich gefunden, wenn Gator sich daneben stellt und sich die Haare schneidet. Sie sich dann einfach nur so zunicken, hallo. Kannst du mir bitte kurz helfen, Starbuck? Sieht das gut aus? Ja, und Ty greift auf seine bewährte Problemlösungsstrategie zurück, geht in seine Kabine und trinkt weiter. Alleine. Und sagt dann noch zu Adama, der Mann ist tot. Also, er meint sich. Also, er weil Adama, vorher kannte, genau. Klingt kurz so, als hätte er Adama bedroht. Sie sind tot. Du bist tot. Ich erschieße dich jetzt nicht so, wie du willst, aber du bist Typen tot. Für dich können wir hier nicht besonders gut leiden. Deine Sorte wird hier nicht bedient. Mein Freund. Das wäre cool, wenn es auf dem Basisstern irgendwie eine Bar gäbe, wie man zu Balta sagt. Deine genau. Sorte wird hier nicht bedient. Ich bin auf 12 Basisstern zum Tode verurteilt. Ja, und dann ist Ty weg vom Fenster erstmal, so wie es aussieht. Mhm. Ja. Und Starbuck wieder drin im Fenster. Der hat's ja verstanden dann, ja. Genau, also Adama ist ja erst da drauf gekommen, auf dieses ganze Ding, warum er überhaupt in die Kneipe gegangen ist, weil er vorher diese Unterhaltung mit Hilo hatte, der ihm davon berichtet hat, weil Hilo war ja auch schon angegangen worden von Starbuck oder Ty. Ja, das war halt dann dieser Szene mit dem Schwanzvergleich natürlich von beiden Parteien. Weil Hilo meinte, wir hatten es auch nicht leicht. Ja. Wir mussten den ganzen Pudding alleine essen. Das finde ich aber gar nicht schlecht, dass sie diesen Konflikt da auch nochmal zeigen, weil das glaube ich schon sehr, sehr realistisch ist, dass die sich da gegenseitig irgendwie beweisen müssen, wer es jetzt schwerer hatte und wer die größeren Opfer gebracht hat. Ja, aber auch dämlich, oder? Weil es konnte ja keiner was dafür, dass... Ja, ja, natürlich ist es dämlich, aber es ist, glaube ich, sehr, sehr menschlich, den anderen einfach zu sagen, jetzt erkenne endlich mal an, wie schlimm es mir ging und wie viel Opfer ich bringen musste und sag mir, was ich für ein toller Typ bin und wie gut ich diese Situation gemeistert habe. Und das geht aber beiden Seiten so. Ja. Allein, dass sie, ich finde, da geht halt die Aggression von den Leuten von Neu-Caprica eher aus. Also und vielleicht auch ein bisschen von Cat, weil ist halt Cat. Ja, weil die halt auch nicht dann den Schritt machen kann, zu sagen, oh, vielleicht seh ich das innerlich eigentlich ganz anders, aber meine Güte, lass sie halt reden und sich toll fühlen. Ja. Sondern weil es ihr ja genauso geht. Das sagt jetzt... Sagt uns doch endlich mal, was für Helden wir sind, dass wir euch von da gerettet haben. Mhm. Weil es gesteht ja keiner dem anderen zu, da irgendwie eine ganz wichtige Rolle gespielt zu haben, sondern jeder sieht sich selbst ja als der große Held. Genau. Und sie haben ja auch alle irgendwie recht, aber das Problem ist halt, dass sie alle irgendwo recht haben und keiner die andere Seite sieht. Ja, und sie haben ja auch zusammen gearbeitet, ne? Ohne halt die Resistance unten, und klar haben die Leute da unten gelitten. Jeder Einzelne. Aber das heißt ja nicht, dass die Leute, die sie rausgeholt haben. Hat ja aber ausgehalten. Ja, und ist wieder dass gekommen. Die Leute, die sie rausgeholt haben, weniger Arbeit gemacht haben. Das Große und Ganze, und das will ja auch Adama, dass die Leute das sehen, dass das zusammengreift. Und dass sie eigentlich alle auf einer Seite stehen und sich dann nicht gegenseitig anmucken müssen, wer da mehr gelitten hat. Und das ist ja das, was Mario mit Schwanzvergleich meinte. Und man kann die Situation nicht einmal vergleichen miteinander, das ist ja absurd eigentlich. Es waren ja zwei verschiedene Welten.
Also das ist ja wieder... Das ist, ja, aber ich finde, wie gesagt, eine sehr menschliche Reaktion auf so Erlebnisse. Und ich wollte jetzt eh noch was dazu sagen. Ich finde es nicht ziemlich cool, dass sie das jetzt so weiter aufbauen nach Neu-Caprica. Ich hatte nämlich, weil ich habe eigentlich jetzt in Staffel 3 und 4 kaum Erinnerungen noch, ja. Ich bin sehr glücklich darüber, dass sie jetzt nicht einfach sagen, Cut, das ist vorbei, der Plot. Machen wir was ganz Neues. Sondern das wird einfach fortgeführt. Das ist ziemlich gut eigentlich. Und ich, mir gefällt's. Also wenn es Mario gefällt, gefällt es mir auch. Und wir sind selten einer Meinung. Also eins muss ich aber noch sagen zum Galactica-Plot, das muss ich loswerden. Ihr wisst ja, ich schaue immer auf Statisten und so. Und am Anfang der Folge, da liest ja irgendeine Mutter aus einem Buch vor, eine Kindergeschichte, und dann hörst du ein Kind aber im Hintergrund schreien, ich sehe nichts. Also, das ist wieder mal toll. Komisch, habe ich nicht gesehen. Oh. Ja. Dicker, ey. Ich glaube, solche Sachen kommen auch immer nur in der deutschen Version, oder? Ich glaube, ich muss es mal auf Englisch schauen, weil mich wird schon, also das ist doch, ja. Ja, ich empfehle es dir. Ich kann es kaum noch auf Deutsch gucken, weil es halt auf Englisch deutlich besser ist. Ich verstehe nicht alle Schauspieler. Ich meine, ich kann zwar Englisch jetzt und kann mich unterhalten, aber manche Schauspieler reden halt Habe ich auch. Dann erschließe ich mir es irgendwie aus dem Zusammenhang. Genau, deswegen gibt es ja den Podcast, damit wir nochmal nachfragen können, ob der Vizepräsident oder Präsident war. Hat er gerade Weißpräsident gesagt? Der Weißer? Ein Weißer Präsident? Ach, ein Weißer Präsident. So. Insbesondere, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, Laura Roslin finde ich halt auf Englisch so viel besser wie auf Deutsch. Also bei Adama ist es auch auf Deutsch okay, aber Roslin hat irgendwie auf Englisch eine viel leisere, aber trotzdem, wie sagt man das, pointiertere Aussprache wie die deutsche Version. Ich finde auch den Balta auf Englisch richtig gut. Ja, finde ich auch deutlich besser. Das ist ja auch ein Brite, oder? Ja. Natürlich, er ist ein arroganter Schnösel. Und alle lieben ihn. Ja. Und dann Zylonenpart. Zylonenparty. Ja, wir erfahren eigentlich jetzt zwei neue Dinge da jetzt in der Folge von den Zylonen. Erstens mal die Fantasiewelt in den Köpfen. Das haben auch die anderen Zylonen. Wir dachten eigentlich immer, gut, das ist halt Gaios kranke Fantasie und perverse Fantasie, aber nein, das machen auch andere Zylonen. Also die stellen sich halt immer alles anders so vor. Ich glaube, Six erklärt es auch so, es ist irgendwie komisch, wenn du immer durch diese leeren Gänge da wanderst und alles schaut gleich aus. Also stellst du es dir einfach so vor, als wärst du gerade in einem Wald und schaut schon hübsch aus. Oder, ja. Und ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Wenn sie halt, ne, die läuft durch einen Gang vom Raumschiff, stellt sich vor, sie läuft durch den Wald, wo sie dann einfach mal links abbiegen kann und bam, rennt gegen irgendeine unsichtbare Wand. Oh, das ist die Luft. Nein, da wäre dann ein Baum im Traum. Das ist wie Holodeck. Also natürlich, das ist einfach das flankiert von Bäumen. Es ist eine Allee. Genau. Ja. Also das soll ja, also das ist ja letztendlich das, was diese Computer als Traum wahrnehmen, würde ich sagen. Eine Simulation. Ja. Ein Traum halt. Ein Wachtraum. So wie es bei Balta ist. Und wie dann dieser Journalisten-Zylon so vorbeiging und Six und Balta so ein bisschen anguckt. Fragt man sich, ob er dafür oder dagegen gestimmt hat. Genau, und Balta versucht ja jetzt irgendwie die ganze Zeit Six so zu überzeugen, für ihn zu stimmen natürlich. Ja. Schafft es aber nicht so richtig. Ja, außer dann nachher mit seiner die werden dann ja auf die Brücke gerufen, weil irgendwas nicht stimmt. Und da schafft er es dann mit seiner aufopferungsvollen Tat, wo auch die Kopf-Six ihn dazu berät, das zu machen, und dass er zu dem kranken Basisstern rüberfliegen könnte. Wenn Zylonen von der Krankheit betroffen sind, das hatten wir ja schon mal, warum sollte es dann Menschen angreifen? Was ja auch eigentlich ganz schön mutig ist von ihm, weil er ja selber die ganze Zeit drüber nachdenkt, ob er selber ein Zylon ist. Mhm. Ja, ich glaube, er hat es einfach auch sehr abgewogen. Wenn er jetzt da nichts macht, dann ist es noch ungewiss, ob Six sich für ihn entscheidet und vielleicht wird er einfach geluftschleust oder geraptert. Und dann war da ja natürlich die Chance zu erfahren, wer die letzten fünf sind. Mhm. Ja, und er ist und ja immer sehr offen. Genau.
Er ist ja sehr neugierig und weiß, dass Information auch gewisse Macht mit sich trägt. Hm. Ja. Genau, und als er auf die Brücke gekommen ist, muss ich nur ganz kurz einwerfen, musste ich die ganze Zeit an die Palmolive-Werbung denken, weil ich mir dann dachte, wie steuert man denn so einen Zylonenbasis dann? Sie baden gerade ihre Hände drin. Und das fühlt sich gut an. Während Villa Bajo noch schlumpft, wird in Villa Riba schon geflogen. Schon Krieg geführt. Aber genau, hier kommt jetzt zum ersten Mal ja raus, dass es 12 Modelle gibt. Ich glaube, das wurde vorher noch nicht gesagt so wirklich. Und dass ja nur sieben aufgedeckt sind. Und deswegen will ja Balta wissen, wer die letzten 5 sind. Also, weil er ja wissen will, ob er dazugehört. Und dann können wir ja jetzt tatsächlich mal versuchen, die 7 aufzuzählen, die es schon gibt. Da wäre 6. Bitte? Verdammt. Was? Bitte? Wen hast du gesagt? Was auch? Ja, Mario wollte doch. Lass Mario doch wollte. Mario wollte, achso, ja. Also, wir haben mal 6. 1. Dann, genau, dann haben wir die Nummer 8, das ist die Sharon. 2. Du kannst dann haben wir 7 Nummern sagen, hättest du auch gewonnen. Hätten wir aber nichts von gehabt. Kennen aber nicht alle Nummern, das ja. ist es ja. Doch, 1 bis 7. Dann haben wir den Doktor. Dann haben 3. wir die Reporterin. 4. Wir haben den Bruder Kevil. 5. Wer ist denn die Reporterin? Xena. Ach, Xena. Ja. Dann ist die Xena. dann haben wir den Selbstmordattentäter. 6. Wer ist denn der Selbstmordattentäter? Achso, der Reporter. PR-Typ. Ja, genau. Der PR-Typ, ja. Ja, der PR-Typ. Und Leoben. 7. Genau. Ja. Also 7, ja. Und wer die 5 sind, haben wir ja schon geklärt. Phil. Mario, Ben, Jan und Tim. Ja. Genau. Und was wir nicht wissen, ist, es gibt ja noch menschliche Zylonen, die hängen als Navigationssystem im Basisstern, aber die werden einfach überhaupt nicht mitgezählt. Die sitzen nämlich in so einer Badewanne. Das sind ja auch keine richtigen Zylonen. Ja, das wollte ich jetzt sagen. Also, das war nämlich. Wieso sind das keine Zylonen? Keine das richtigen Zylonen, das sind Hybriden. Genau, die sind Mensch-Maschine. So wie bei der Matrix, die hängen einfach in so einer Nährflüssigkeit die ganze Zeit. Ah, da habe ich das nicht richtig verstanden, weil ich dachte, es sind halt genauso Zylonenmaschinen wie Raider oder Basissterne selber. Naja, sie die ist ja das Herz auch, des auch Basissterns. Von der Optik her sind die genau wie die Precogs aus. Stimmt. Die liegen ja auch in diesen Badewannen drin. Ja, genau. Mir fällt bestimmt ein Minority Report. Precog, ja, Minority Report, genau. Stimmt. Du hast bestimmt abgeguckt. Garantiert. Von Star Wars abgeguckt, davon abgeguckt, alles abgeguckt. Wir können das später verlinken. Was die ganze Zeit von sich gibt, ist irgendein Kauderwelsch, aber einer der Zylonen, also der Skinjobs Lioben, sagt, das ist eigentlich eine Prophetin. Naja, eigentlich ist das so Systemprotokoll vom Schiff oder was sie die ganze Zeit da sagen. Naja, nee, schon ein bisschen mehr. Also die messen der ja schon mehr Bedeutung zu als einfach nur eine Rechenmaschine. Aber jede Nummer sagt halt, denkt anders über sie. Manche sagen, die redet irgendwas. Der andere sagt, na, es ist von Gott geschickt, irgendwas. Und ja. Man finde ich sehr interessant, weil die haben die ja mit konstruiert und wissen irgendwie nicht, was sie tut. Ja, und ich finde das auch wieder ein sehr schönes Bild dafür, wie menschlich die Zylonen eigentlich sind, weil dieser Hybrid ist genau das, was die Menschen mit den Zylonen gemacht haben. Halt so ein, ich habe auch gerade gedacht, bewusstes Ding, was sehr praktisch ist, um dir bestimmte Aufgaben abzulegen. Irgendwann erheben halt sie sich nur, über die nicht nur ein Toaster anderen Zylonen. Und Luftschleusen alle Zylonen in sich drin. Tür auf. Und dann werden sie rausgeblasen oder rausgeblasen? Der Kreis schließt sich. Das Schiff öffnet sich und der Kreis schließt sich. Das ist so verwirrend. Ja. Ja, aber ich finde das wirklich ganz, ganz spannend, so diese hybriden Charaktere, weil die ja fundamental wichtig sind für das Funktionieren. Und ja eben viel mehr sind als die Schiffe, oder? Mehr als die Schiffe und auch mehr als die, wie heißen die denn? Die Centurios. Centurios, genau, dankeschön. Aber
ja trotzdem klar unter den 12 Modellen stehen. Also die sagen ja auch an irgendeiner Stelle so, she doesn't get a vote, weil die halt nicht mitbestimmen dürfen. Ja, weil sie aber auch ja alles anders wahrnehmen. Also das ist ja eine andere Lebensform, sagt sie ja auch irgendwie. Ja, aber das ist ja auch was, wo du, also du könntest ja entweder sagen, interessant, vielleicht können wir da mehr darüber lernen, oder du sagst, na, hoffen wir mal, dass sie weiterhin einfach ihren Job macht. Genau, aber also ich glaube nicht, dass sie einen Vote kriegen würden, weil sie, glaube ich, auf einer anderen Ebene existiert wie die anderen Zylonen. Ja, aber es gab ja hier, also da waren wir jetzt noch nicht in der Geschichte dieser Episode, aber da hat es ja zumindest so gewirkt, als hätte sie da eine ganz klare Meinung geäußert. Ach so. Und auch bezogen auf die aktuelle Situation. Wird dann halt wieder anders interpretiert. Was war denn die Meinung? Ich habe das nicht mitbekommen. Als es um Springen oder Nicht-Springen ging. Ach so, am Ende? Ja. Ah, okay. Da hat ja die Six oder so die Hände ins Palmolive-Becken gedrückt und hat dann eben Jump gesagt, befohlen. Ja. Das sind deren Steuerkonsolen, oder? Ja. Verrückt. Da kann ich jetzt das endlich einwerfen. Es gibt nämlich ein Konzept von ihr. Sie sagt, das ist quasi ein Körper, der in dieser Wanne liegt, aber es gab ein Konzept, dass eben der Oberkörper war menschlich und der restliche Teil irgendwie ziemlich ekelhaft grindig, der mit der Maschine dann verbunden war. Das können wir dann später verlinken, weil das habe ich nämlich dann gefunden heute. Ich poste das mal bei uns und wir verlinken es dann. Das sieht man ja auch so ein bisschen zwischendurch, oder? Ja, aber nicht so, wie sie es eigentlich gedacht haben. Ja, also nicht so genau wie auf diesem Bild. Ah, okay, das sieht schon ein bisschen ekliger aus, so ein bisschen wie Doom. Wahrscheinlich haben sie deswegen auch so eine milchige Flüssigkeit da reingemacht. Damit man die Brüste nicht sieht. genau. Auch das, ja. Ew. Und was ist das links für eine Ameise? Das ist ein Keeper. Das ist der Body-Status-Scanner. Ein Keeper. Oh ja, das verlinken wir. Das sieht eklig aus. Das müssen wir allen zeigen. Vor allem hast du direkt darunter geschrieben, Essen ist da, du bist da eklig. Ja, es gibt noch so eine Sache, die ich jetzt nicht so ganz verstanden habe. Ich glaube, ich habe es verstanden, aber ich habe es nicht richtig von der Sprache her verstanden. Ist es so, dass sie, also da gibt es ja dieses, also Balta will ja jetzt auf dieses Schiff, um diesen Virus zu untersuchen. Und es ist ja, glaube ich, so, dass sie ihr Auferstehungsschiff extra außer Reichweite lassen, weil sie Angst haben, dass der Virus dann das ganze Auferstehungsschiff infiziert, genau, weil dann wären sie alle am Arsch. Ja, so ist das gewesen, oder? Ja, genau. Okay. Ja. Das stört Balta natürlich nicht und der fliegt mit einem Raptor. Wo haben die eigentlich den Raptor her? Das sagen die, aber, also die sagen, dass sie einen haben, aber wo den haben, weiß ich auch nicht. Ja, die haben ja wahrscheinlich irgendwo mit Unmengen an Zeug gefunden, als sie die Kolonien übernommen haben. Zum Beispiel auf Caprica oder so, genau. Ja, da auch. Oh, ja. Einen, den sie nicht zerbombt haben. Auch das kommt vor. Ja, damit springt er hin, mit schönem Anzug und allem drum und dran und läuft an Bord des Basissterns rum, wo ganz viele Leichen liegen und er gibt ärztemäßig ein Protokoll in sein Diktiergerät und findet dann so ein Gerät, was sehr pilzsporenartig verkleistert ausschaut. Und das ist wohl der Ursprung des Virus. Und findet dann noch eine brünette Six, was ich auch interessant fand. Weil sie die Technologie des Haarefärbens erfunden. Nö, ja. Ich hatte bisher immer den Eindruck, dass sie alle gleich aussehen, also auch von ihren äußerlichen Merkmalen. Mhm. Und das war da jetzt mal nicht der Fall. Aber sie sticht immer heraus, oder? Sie ist, glaube ich, die Einzige aus der Serie, die immer raussticht, die immer anders ausschaut als alle anderen. Weil die anderen schauen ja wirklich immer gleich aus, aber die Six nie. Da ist immer mehrere Varianten. Auch die nachher die Atombombe gezündet hat, hatte ja glatte Haare und eine Brille und so weiter. Und naturblonde Haare, nicht diese wasserstoffblonden. Mhm. Aber die wollte dann irgendwie aufbegehren gegen Balta. Ich weiß gar nicht mehr, was sie gesagt hat. Auf jeden Fall hat er sie nachher umgebracht.
Ist ja, glaube ich, ihm die Schuld, dass jetzt alle sterben hier. Ach ja, genau, genau. Dass Menschen wie er eben die dieses Ding dahin gelassen haben, dass sie es zurückgelassen haben, um die Zylonen zu töten. Ja, eigentlich wollte und wahrscheinlich war es dann wirklich der 13. Stamm, der es zurückgelassen hat. Das sagt sie, glaube ja. ich, sogar noch, oder? Und macht ja auch Sinn, ne? Dass die es zurücklassen im Falle dessen, dass die Zylonen von damals sie verfolgen. Vielleicht war das auch gar keine Waffe, sondern das Antriebssystem, was die alle vergiftet hat oder so von dieser Sorte. Ja, oder ja, eine Navigationsboje und die funktioniert mit einem Atomkraft. Atom, mit einem Atom. einem Atom. Oh nein. Es gab doch schon mal sowas, dass die Zylonen hier in der ersten Folge, wo Adama den mit dem Rohr dann zusammengeschlagen hat. Ja, das war ja der Nebel. Vielleicht liegt das ja. auch an dem Löwennebel. genau, es lag einfach am Nebel. Gar nicht wieder Nebel? Verrückt. Genau. Nebel und Zylon, das passt einfach nicht zusammen. Was ich nicht so ganz verstanden habe, also erstmal will Balta ihr ja helfen und will sie retten und dann erwürgt er sie, weil sie ihn die ganze Zeit beschuldigt und er es nicht ertragen kann. Aber was ich nicht verstanden habe, ist, warum er dann das mit diesem Gerät wieder geheim hält. Das ist dann, also erst, das ist immer so typisch Balta, man hat erst so das Gefühl, er trifft so diese Entscheidung oder er macht jetzt irgendwas, was er eigentlich gar nicht will, was er selbst verabscheut und dann ist er aber ganz cool immer hinterher. Das war wieder so ein Punkt. Nachdem er sie dann umgebracht hatte, hat er dann sofort entschieden, ich sag nichts. Ich sag gar nichts. Er hat Fotos gemacht davon. Ja, das stimmt. Ich glaube, er hatte Angst. A, Angst, ja, B, vielleicht Informationsvorsprung. Dass er halt Angst hatte, einfach, wenn die anderen das jetzt rausfinden. Dass sie auch so reagieren. Ja, dass sie auch so reagieren und die liegen nicht halbtot auf dem Boden. Ja. Ja, und er will, glaube ich, auch einfach überhaupt gar nicht über diese Situation sprechen müssen, weil er sich dann vielleicht wieder in irgendwas verstricken könnte und dann doch was erzählt, dass da noch mal, dass da doch noch eine am Leben war und irgendwie dann gestolpert ist und genau das hat die auch gesagt, bevor ich sie erwürgt habe. Und deswegen berichtet er, da war gar nichts. Aber gleichzeitig sieht Six auf dem Bild, dass da dieses komische Gerät war und guckt ihn so an. Ich meine, sie hat ja auch vorher hat er ja auch versucht, sie zu überzeugen, dass er wüsste, wo die Erde ist. Also er wüsste nicht, wo die Erde ist, aber er hatte gute Hinweise dessen, wo die Erde sein könnte, weswegen die ja auch erst überhaupt dahin kommen. Er hatte ja noch nicht darüber geredet, dass die dann sagen, wo als er sie gefragt hat, warum sie die Erde überhaupt finden wollen, ach, wir wollen da leben. Was ich so abgrundtief asozial irgendwie fand. Weil das ist ja der Teil der Zylonen, die gesagt haben, wir sollten mit den Menschen schön kooperativ sein, bevor sie sie dann mehr oder weniger versklavt haben auf Neu-Caprica. Aber dann wissen, dass sie... Was ja aber zugegebenerweise viel kooperativer ist als der vorherige Ansatz. Ja, das auf jeden Fall. Aber sie wissen, dass sie zur Erde wollen und dann sagen sie, nö, wir wollen da jetzt gerne leben. So, das fand ich irgendwie so fies. Ich bleib ja bei meiner Psychopathentheorie. Ja, aber die sind doch auch ein bisschen auf diesem Trip, ihre Erzeuger so zu töten. Ja, besser zu sein als ihre Erzeuger. Und aber trotzdem in ganz vielen Dingen denen so ähnlich wie möglich zu sein, um zu zeigen, dass sie viel mehr sind als einfach nur Maschinen. Und wie kannst du das besser beweisen, indem du eine Zylonen-Zivilisation auf der Erde hast. Also ja, aber das ist dann so der ultimative Beweis dafür, dass du die Menschen übertroffen hast und die besseren Menschen bist. Für wen? Nee. Ja, für sie selbst. Ja, aber ihr ganzes System ist doch von Cavill auf jeden Fall. Und bist du nicht willig, dann brauche ich Gewalt. Also wenn er sagt, ja, wenn die einfach nicht kooperieren wollen, dann schlachten wir sie doch alle ab. Ja, Cavill, ja. Ja, aber das wirft, aber es gibt ja mehr. Er bleibt ja trotzdem noch in dieser Gruppe von Leuten, die eigentlich sagen, Auslöschung ist keine Möglichkeit. Ja, was hört er denn? Aber es ist ja Bullshit. Davon. Auslöschung ist so lange keine Möglichkeit, wie wir schönes Leben genau. leben. Ich habe eben schon gesagt, ich bleibe bei meiner Psychopathentheorie. Ich finde einfach, die sind überhaupt nicht nachvollziehbar, was die wollen und was. Die haben einfach eine Schraube locker.
Ja, natürlich, weil das enttäuschte Kinder sind, die von ihren Eltern verstoßen wurden. Und die jetzt in der Pubertät sind. Ja, und ist ja auch nachgewiesen. Und jetzt ausprobieren, wie viel geht. Ja, wie viel geht, geht denn? Bei Jugendlichen während der Pubertät das Gehirn irgendwie umstrukturiert, dass eine Zeit lang wirklich das Entscheidungszentrum ausgebaut ist quasi, weil ich das gerade eben under construction ist. Und Jugendliche dann ihre Entscheidungen übers emotionale Zentrum oder wie auch immer führen und deswegen die in diesem Zeitraum keinerlei Logik zugänglich sind. Deswegen Pubertät so krass sein kann bei manchen Leuten. Ja, bei einem ist es halt Haare färben, bei Zylonen ist es halt Völkermord. Genozid. Ja, darf man halt nicht verurteilen. Ist normal. Liegt in der Gene. Normale ist Entwicklungsphase. Halt so. Abnabelungsprozess. Wie ist das am Ende von Fight Club? Du hast mich in einer aufgewühlten Phase meines Lebens erwischt. Ja. Die kriegen sich bestimmt ein. Bestimmt. Ja, ja, klar. Gib ihnen mal noch so ein, zwei Jahrhunderte dann. Ja, auf jeden Fall wollen sie zur Erde. Genau. Um da zu leben. Ein Teil von ihnen. Ja. Dann kommt der andere Teil und bombt sie weg. Also der schon Neu-Caprica. Nee, ach so, Caprica, stimmt. Das ist ja auch das sind ja jetzt immer nur noch, ist ja immer noch dieser Teil, der sozusagen diesen Caprica-Dingsplan da gemacht, durchgeführt hat, oder? Ja. Also die, ja, genau, die sich damals in diesem Senatorium getroffen hatten. Die auf Caprica gesagt haben, Schluss hier, wir machen jetzt was ganz Neues. Ja. Und dann springen sie am Ende weg. Ja, da sagt sie, Jump! Scheint auch nicht der leichteste Prozess für einen Basisstern zu sein, zu springen. Ja, frag mal die Galaktika. Naja, ja, okay, für die Galaktika das Schiff, aber für die Crew scheint es deutlich einfacher zu sein. Naja, am Anfang der Serie haben wir immer noch diesen Vertigo-Effekt. Kameraeffekt gekriegt. Ach ja, stimmt. Aber das wie bei Stargate auch, irgendwann machst du diese besonderen Dinge nicht mehr, wenn du es zum 100. Mal gesehen hast, dann. Es war ja nur im Pilotfilm der Vertigo-Effekt. Und wenn jemand durch Stargate kommt, dann aktivieren die sich auch. Und wenn jemand durch Stargate kommt. Im Pilotfilm und wenn jemand durch Stargate kommt, ist die Galaktika mit dem Vertigo-Effekt in den Hyperraum gesprungen. Genau. Und nachher wird einfach immer die Iris aktiviert. Und ja. Dann hört man plong, 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 plong. Weil die Iris ist nämlich der neue Navigationsoffizier. In der alten Serie war das Athena. Genau, ja. Korrekt. Du willst immer schön zurückleiten. Wir bleiben jetzt bei Stargate. Jetzt weiß ich aber auch, warum der Bruder Cavill nicht da war. Ja. Ich habe mich ja nicht geärgert, weil er nicht da war. Das war für mich so unlogisch, weil die sind jetzt eigentlich ein Kernteam und entscheiden ja. Und der war nicht dabei die ganze Zeit jetzt. Der hat sich ja in dieser Exodus-Folge, hat es ja quasi abgeseilt und gemeint, ja, ist mir egal, macht was ihr wollt, ich gehe. Der ist einfach dann rausgegangen von der Colonial War, das war ihm wurscht, ja, was er da macht. Ich muss mir das nicht anhören. Man hat seinen Whisky hingestellt. Also gibt es schon Sinn, dass er nicht dabei war in der Folge. Das hat mich nämlich ganz geärgert den ganzen Tag. Ja, warum er dann jetzt nicht hier war, habe ich jetzt aber nicht verstanden, nur weil er bei dieser Konferenz da rausgegangen ist. Weil sein endgültiges Rausgehen. So. Ja, also ist mir wurscht, macht, was ihr wollt. Weil der hat ja auch schon, ich glaube, Anfang der dritten Staffel gesagt, ja, der hat sich einfach angeschlossen, weil die Mehrheit dafür war, aber ihm ist es ja wurscht, weil er sticht ja sowieso immer total raus. Der ist ja voll der Agro-Typ irgendwie von allen. Und der glaubt auch gar nicht mal an Gott und glaubt gar nicht an diesen Weg, den sie da gehen irgendwie. Also gibt schon ein bisschen Sinn, dass er nicht dabei war. Ja, mal sehen, ob er nochmal wiederkommt. Ja, wir sind alle sehr gespannt, ob er einfach kommentarlos aus der Serie verschwindet. Momentanlos war es ja nicht. Er hat gesagt, ich muss mir das hier nicht weiter anhören. In der Serie. Ich muss mir das nicht weiter anhören, hat er gesagt und ist rausgegangen. Das wäre total cool, wenn der jetzt nie mehr. Ich hatte das jetzt dem Regisseur gesagt und ist einfach gegangen. Genau. Er hat die vierte Wand durchbrochen. What the fuck? Ich habe ein viel besseres Engagement bei Star Trek. Bei Dune. Ach Moment, das war ja schon. Ja, ja. Und diese Hybriden kommen wirklich irgendwie von Dune, habe ich auch gelesen. Irgendwas kommt in Dune nämlich vor. Das sind ja, die Navigatoren. Ja, das sind die Navigatoren. Die sehen aber ganz, ganz anders aus. Ja, ich wusste gerade nicht, ob ihr das schon gesagt habt. Die sehen, nein, haben wir nicht. Okay. Aber die sehen überhaupt gar nicht mehr menschlich aus.
Genau, aber die haben die gleiche Funktion im Prinzip, nämlich das Schiff zu steuern. Ja. Von daher passt das schon. Aber aussehen tun die tatsächlich wie die Precogs bei Minority Report. Ich freue mich auch schon auf Villeneuve's Dune. Und jetzt zurück zu Battlestar Galactica. Ich fand den schon als Rennfahrer uninteressant. Dune? Hast du Dune gesagt? Ich habe Dune gesagt. So. Ja, was machen wir jetzt? Das war's, oder? Ich glaube auch. Inhaltlich haben wir, meine ich, alles, ja. Ja. Ich habe auch keinen Fun-Fact. Jetzt kann Mario gleich echt richtig reinhauen. Wenn Mario noch einen Fun-Fact hat? Nein, ich glaube, er meint mein Essen. Ach so. Ja, dann kommen wir zur Bewertung. Aber ich esse schon nebenbei die ganze Zeit. Ja, das hören wir ja. Ach übrigens, ich habe gerade noch gelesen, dass Adama wieder degradiert worden ist zum Major. Ich weiß nicht wieso, aber offensichtlich, wenn man wieder keck ist, muss man auch wieder Major sein. Der Rang scheint am Posten zu hängen. Das ist wie Jedi und General. Okay. Ja, fang doch an. Mach ich jetzt. Mach du jetzt. Ach, allgemein eine ganz coole Folge. Mir gefiel die Abstrusität der Basissternszenen sehr gut. Am Bord der Galactica fand ich eben diesen anderen Virus, dieses verbitterte Aussehen oder das Aussehen der Verbitterkeit, wie auch immer man das Wort eben richtig heißt, unter der Crew, weil es war ja so, ne, eigentlich der Virus am Basisstern, aber für mich gab es diesen Virus auch an Bord der Galactica. Und wie damit eben umgegangen wird, dann von Adama, dass dem Ganzen ja vehement ein Riegel vorgeschoben wird von den beiden, für die beiden Herde und wie die darauf reagieren, das wirft halt neue Dynamik, neues Drama für zukünftige Folgen auf, weil jetzt will man natürlich wissen, wie kommt Tai damit klar, kommt er nochmal zurück, was passiert, schießt er sich nachher in den Kopf oder taucht er irgendwann wieder auf der Brücke auf? Und das gefällt mir sehr gut. Und ich gebe der Folge 8 Punkte. Okay. Phil, willst du erst oder soll ich? Ja, mach mal. Gut. Ich würde mich da nämlich anschließen schon fast. Ich fand das sehr ähnlich. Ich fand die aber nicht so gut wie die letzte. Deswegen tendiere ich eher zu 7 Punkten, fand aber diese ganzen, ja, dass man über was, über wie diese Zylonenschiffe funktionieren gesehen hat. Ich fand schon, für mich lag das meiste hier auf der Zylonenseite, was ich interessant fand. Aber dann den Auftritt natürlich von Adama auch in dieser Kneipe. Ich glaube, ich gebe dann einfach trotzdem 8 Punkte. Okay, ich kann euch zustimmen in allem, was ihr gesagt habt, möchte noch 2 Punkte extra positiv hervorheben. Diesen Hybriden fand ich toll, fand ich interessant und nochmal, Tim hat es vorhin schon mal angesprochen gehabt, die Musik auf dem Basisstern fand ich wunderschön und sehr, sehr passend. Aber weil ich die letzte Folge besser fand und ich da 8 Punkte gegeben habe, gebe ich nur 7. Okay, Ben? Viel zu sagen haben wir ja nicht mehr. Also ich schließe mich. Du warst eben erst so weit am Ende. Ja. Juhu, ich muss schon mal letzte Woche. Ja, ihr habt das meiste ja schon gesagt. Ich fand die Folge auch gut, aber ein kleines bisschen schwächer als die wir letzte Woche besprochen haben. Und da ich ja nicht 7,5 Punkte geben darf und ich nicht 8 Punkte geben möchte, weil das der letzten Folge unfair wäre, gebe ich auch 7 Punkte. Okay, und Mario? Ja, ihr habt ja nicht wirklich alles gesagt. Ich fand die Folge auch ziemlich cool. Ich stehe sogar total drauf, wenn man viel mehr über die Zylonen erfährt, und das war jetzt eher eine Zylonen-Folge, finde ich. Ziemlich cool. Das mit den Hybriden fand ich auch ziemlich klasse. Das ist neu und alles, was neu ist, ist immer gut. Meistens. Also, ja. Ich schwank zwischen 7 und 8. Aber ich muss ehrlich sein, die letzte Folge war besser, das ist richtig. Aber das ist halt jetzt eine schwache 8. Also gebe ich trotzdem eine 8 her. Das wäre nämlich unfair gegenüber, also irgendwie unfair der Folge jetzt gegenüber.
7 ist dann zu wenig. 8. Alles klar. Letzte Worte. Ben. Nein, Jan. Ach Mist, hättest du auch bloß Ben genommen. Take that gun and shoot me. Okay. Ich habe ja Phil extra die Möglichkeit gegeben, vor mir dran zu sein, hat abgelehnt und deswegen sage ich jetzt. Selbst schuld. Deswegen sage ich jetzt, Kevin allein zu Hause. Dann sage ich hybride Milch. Okay. Oh Mann. Dann sage ich Badewanne. Dann sage ich Zylonenkaderbelsch. Okay. Man könnte auch noch Final Five sagen, aber ich glaube, wir sagen einfach. Weg. Was? Auf, wir hatten ja schon Starbuck und das Flievertüt, jetzt Balta und das Flievertüt. Ja. Oder wir sagen einfach, bis bald, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Der Döner schmeckt gut. Bis Balta. Ciao. Ciao. Ja, ich hab's auch jetzt da rausgesucht, danke. 's. Was ist jetzt mit diesen Filmen, Razer und so? Wann kommen die denn jetzt? Dann? Das weiß Ben. Hab ich vergessen, muss ich wieder nachgucken. Das weiß Ben nicht. Das kann Ben nachgucken. Weil der eine Film, das spielt ja eigentlich jetzt irgendwie zwischen 2 und 3, oder nicht? Nein, es waren die Webisodes. Was war denn dann? Wir haben nichts vergessen. Es kann ja nur nach Staffel 3 sein. Das war jetzt mit Pegasus auf jeden Fall Vorgeschichte. Ah, Pegasus-Vorgeschichte. Ja, das ist vorbei. Nein, das kommt erst später. Das soll man erst später gucken. Wir sind in der richtigen Reihenfolge. Wir haben extra geguckt zwischen den Staffeln. Da kamen nur die Webisodes. Ben ist verdächtig still. Mach du weiter. Gleich geht's. Oh nein. Wir sind 2 Staffeln zu spät. Irgendwas muss in Pegasus sein, weswegen man es noch nicht gucken sollte. Ja, also es beinhaltet quasi logischerweise Szenen aus der 2. Staffel, wenn die Pegasus halt dazugekommen ist, ne? Aber alle schreiben, man sollte das zwischen der 3. und der 4. Staffel gucken, weil man sich sonst Inhalte der 3. Staffel gespoilert hätte. Das sage ich doch. Nach Staffel 3. Ja. Genau. Aha. Alles richtig gemacht. Nur bei den Webisodes, da gab es eine Diskussion, ob man die vor Episode 1 und 2 gucken sollte oder erst danach. Wir haben es halt davor gemacht. Ist ja egal. Also wurden sie ja auch ausgestrahlt. Aber es hieß, es wäre durchaus sinnvoll, erst die ersten 2 Folgen zu gucken und dann erst die Webisodes. Aber ich fand das so sehr sinnvoll, wie wir das gemacht haben. Ich finde, das ist egal. Anders wäre man halt eher noch durch die erste echte Folge in dieses ich weiß überhaupt nicht, was hier abgeht, reingeworfen worden. Das wäre halt auch ganz okay gewesen. Okay, und dann schreiben die, es gibt auch noch Webisodes nach der Hälfte der 4. Staffel. Das stimmt, die war ja geteilt, gell? Genau. Wegen diesem Autorenstreik oder so. Kann ich nicht sagen, habe ich nie gesehen, diese Webisodes. The Face of the Enemy. Und, Der Plan kommt ja auch dann wahrscheinlich irgendwann einmal. Das schreiben sie, den kann man auch gucken, wenn man durch ist quasi. Kann man auch weglassen. Nach der 4. Staffel. Aber sie haben noch einen Plan. Bla bla bla. Resistance haben wir geguckt. Die habe ich seit Jahren hier auf Blu-ray, nehme ich die Filme. Die will ich jetzt endlich mal anschauen. Das ist das Vorwand nutzen den Podcast. Eigentlich haben wir alles richtig gemacht. Miniserie, Staffel 1, Staffel 2, Resistance Webisodes, Staffel 3. Dann Razer, dann Staffel 4 die Hälfte, Webisodes, zweite Hälfte, The Plan. Alles richtig. Wenn man dann noch Bock hat, Blood and Chrome und Caprica. Man sieht heute Nacht, wie die ISS am Mond vorbeifliegt. Der Mond fliegt vorbei, was? Nein, die ISS fliegt vom Mond vorbei. Ach so. Was macht die denn beim Mond? Vorbeifliegen. So nah ist die bei dem? Mhm. Krass. Ist vielleicht da oben bei Österreich. Ja, genau. Das verstehe ich nicht. Da. Oben bei Österreich. Ja, da oben, verstehst du? Ich glaube, dann spiele ich jetzt nochmal RimWorld. Was?
Ja, das war ganz dumm. Ich habe ja gesagt, ich spiele ja immer diesen Modus, wo man nicht speichern und laden kann. Weil ich mich überzeugt, dass das ja eigentlich ein Geschichtenerzählgenerator ist und man das ja einfach so weiterlaufen lassen kann, wie es halt passiert. Aber jetzt ist gerade, bin ich in einer ganz schrecklichen Situation. Sind zwei Kolonisten gleichzeitig gestorben. Oh nein. Weil Wie viel? Ich hatte 5 jetzt, glaube ich, gerade. Also es ist noch nicht mein Tod, aber dummerweise der eine, der gut Gewehr schießen konnte und er hat auf Entfernung, der hatte so ein normales Jagdgewehr von Anfang an und er hat auf Entfernung fast mit jedem Schuss einen Feind getroffen. Cool. Und wenn die nicht an einen rankommen, ist ja am besten. Ja. Aber es wird ja immer schwerer, glaube ich, oder? Also jetzt kamen nämlich irgendwie 4 Feinde gleichzeitig und das hat er natürlich nicht mehr geschafft, die alle auf Entfernung abzuknallen. Ja, ja klar, das werden dann immer mehr mit der Zeit. Ja. Und was ich jetzt eigentlich bräuchte, wären hier so Autokanonen und die habe ich noch nicht entwickelt. Und da der auch noch mein Forscher war, wird es jetzt sehr schwer. Muss mehr Fallen bauen. Ja, die Holzfallen. Weil, die kannst du ja auch aus Metall bauen, du kannst ja das Material ändern. Genau, ich kann das Material durch lange draufklicken ändern. Ich wollte gerade fragen, sind die dann stärker oder ist das egal? Ich meine, die machen dann mehr Schaden. Ah, okay. Du kannst ja sogar bei irgendwelchen Werkbanken kannst auch das Material ändern. Das bringt aber, ist aber egal. Nee, oder? Das bringt, glaube ich, tatsächlich. Aber bei Türen bringt es was. Also wenn du Steintüren baust, gehen die langsam auf. Genau. Ja. Aber Metalltüren gehen genauso schnell auf wie Holztüren. Hier steht's. Stahlfallen machen 100 Schaden. Ah. Holzfallen machen nur 45 Schaden. Oh. Am stärksten sind Uranfallen, die machen 110. Und Strahlenkrankheit. Ja. Okay. Nein. Da soll ich doch Stahlfallen bauen. Das Problem ist nur, Eisen ist ja, oder Stahl ist ja auch nicht endlich, ist ja auch nicht unendlich. Ja, das stimmt. Und muss ja auch bedenken, also seit dem letzten Patch sind die Fallen ja jetzt Verbrauchsmaterial, ne? Ach, die gehen dann weg? Nee, die sind dann quasi leer. Aber es kostet wieder Stahl, dann die aufzubauen. Und du musst die dann wieder aufbauen. Ich weiß nicht, ob es dann billiger ist, also dass es dann mal weniger kostet, aber du musst jetzt halt immer wieder bezahlen, um sie wieder aufzustellen. Ja, verstehe. Zumindest sind die, kann man ja Auto aufbauen hin anklicken. Ja, ja, genau, das kannst du markieren. Ja. Spielst du das auch auf dem PC, oder? Ja, ja. Das gibt es wahrscheinlich nur auf PC, ja. Ja. Hast du das jetzt nochmal gespielt, als es rauskam? Das immer wieder. Ah ja. Ich hatte es jetzt, wie gesagt, 2 Jahre nicht gespielt und jetzt hat es mich wieder gepackt. Ich kann dann auch immer nicht aufhören bei diesen Optimierungsspielen. Ja, das ist auch ein tolles Spiel, das motiviert einen auch immer wieder. Selbst wenn du 50 Mal verlierst, willst du einfach immer weiter nochmal versuchen. Ja. Beim letzten Mal hatte ich alles in einem Berg drin. Da hatte ich so eine Bergwelt genommen und habe meine ganze Basis in den Berg reingebaut. Das mache ich tatsächlich öfter, als dass ich draußen baue. Irgendwie fühle ich mich dann sicherer. Ja, aber dann kommen noch diese fiesen Berginsekten da. Diese Insekten, ne? Ja. Diese Nester, die da rauskommen. Ja, ja, genau. Ja, jetzt habe ich mal komplett draußen gebaut. An einem Fluss und da konnte ich dann auch gleich Wasserkraft nutzen. Ah, stimmt, die sind ja jetzt neu, ja, ja, genau. Die habe ich noch nicht gesehen, genau, die scheinen neu zu sein. Windkraft gab es damals schon, Windkraft ist aber stärker als Wasserkraft. Ja, aber Windkraft funktioniert halt nur bei Wind und das stimmt. Immer. Ja. Und ich habe auch. Du kannst jetzt seit dem letzten Patch Brücken bauen, also ich auch Holz quasi auf Wasser legen. Ja. Und dann kannst du darauf auch wieder Gebäude bauen. Ach so, das wusste ich nicht. Du kannst dich quasi in den See reinbauen und dann dein Dorf sozusagen auf einen See bauen. Das wusste ich nicht. Okay, das muss man ausprobieren. Aber ich glaube, bestimmte Sachen kann man da, also ich weiß gerade gar nicht, ob man nur mit Holz drauf bauen kann, weil ich glaube, die haben auch eine gewisse Gewichtskraft, die tragen können, bevor die kaputt gehen. Ach so. Und Feuer ist doof. Ja, das ist bei Holzbasen immer blöd. Ja. Naja, muss ich mal gucken. Ich habe jetzt zum ersten Mal eine Karawane losgeschickt. Das ist ja sau schwierig, die loszuschicken, weil du viel Essen brauchst, viel Trockennahrung. Du musst erstmal die passenden Tiere dann auch zähmen, die du dann als Packesel. Nein, er ist allein gelaufen. Ah, okay. Ich bin allein gelaufen. Also er musste nur 7 Speere abliefern. Ach ja, okay. Aber er ist auch auf dem Heimweg fast verhungert. Naja. Aber das Standing bei dem Dorf ist jetzt besser. Wenn der jetzt nicht zurückkommt, dann habe ich tatsächlich nur noch 2 Dorfbewohner. Das ist einer mehr, als du hättest, wenn du mit diesem anderen anfängst. Ja, aber dann müsste ich auch nicht eine Basis, die aus 5 Häusern besteht, jetzt inzwischen mit 2 Leuten bewirtschaften. Ja, stimmt.
Ja, und gerade wenn du dann auch noch große Felder draußen hast, das dauert ja ewig, bis die mal angelegt sind. Ja. Da ist er ja wirklich 3 Tage beschäftigt, bevor der fertig ist. Mhm. Ja, und man kann das ja auch noch alles priorisieren. Man kann ja diesen Auto-Prio-Modus wegmachen und für jede Tätigkeit 1, 2, 3, 4 mache ich auch, ja. Wobei ich das Gefühl hatte, dass so das Auto sogar die waren dann, glaube ich, besser unterwegs, wie wenn ich es selbst mache. Ich muss es halt noch lernen, das besser zu machen. Ja, stimmt. Er muss halt gucken, wo hat er sein, also wo ist der gut drin? Ja, und dann musst du ja auch noch gucken, nicht nur wo ist der gut, sondern es gibt ja auch noch den Unterschied, wie schnell der dazu lernen kann. Mit den 2 und 1 Strichen. Ja, mit diesem Feuer daneben, genau. Weil manchmal ist es tatsächlich sinnvoller, jemanden, der nur, ich sag mal, Pflanzen 4 hat zu nehmen, weil der schneller dazu lernt, als jemanden, der 6 hat und nichts mehr dazu lernt. Ja, mach ich immer so. Aber ich hatte das unglaublich, wie viel Inhalt das Spiel hat. Ich hatte das Problem zum Beispiel, dass ich hatte die Prio für verschiedene Sachen auf 2, glaube ich, gesetzt. Und der kam dann überhaupt nicht mehr zum Sammeln, weil Sammeln war irgendwie auch 2 und die haben nichts mehr eingesammelt. Ach so, die Arbeit, wenn du das auf die gleiche Zahl setzt, arbeiten die das von links nach rechts ab. Ach so. Das die heißt, fangen wenn links an und wenn die 2 quasi, die ganz links ist, nicht gebraucht wird, geht der zur nächsten. Wenn die nicht gebraucht wird, geht der zur nächsten. Wenn da immer was zu tun war, ist der nie zum... Dann ist der nie weitergegangen, genau. Ja, ich hatte nämlich gedacht, das liegt daran, dass das zu weit weg war dann oder so. Ah, interessant, okay. Die Prioritätenliste wird von links nach rechts abgearbeitet. Deswegen ist ganz links auch Feuer bekämpfen, weil das ist das Wichtigste. Verstehe. Ja, das habe ich ja eh immer auf 1. Feuer ich bekämpfen und Krankenbett aufsuchen habe ich immer auf Prio 1 und alles andere habe ich dann irgendwie auf 2. Und Sammeln habe ich dann jetzt auch nochmal auf 1 gemacht, aber gut zu wissen, dass das von links nach rechts geht. Und was auch neu ist, das habe ich jetzt vor kurzem erst gemerkt oder gesehen, ich weiß gar nicht, wie lange es das schon gibt, aber ist mir jetzt erst aufgefallen, du kannst jetzt, wenn du einen Kolonisten anklickst, gibt es die Möglichkeit, sich selbst zu behandeln. Ah. Also, weil wenn du jetzt zum Beispiel nur mit einem startest und der ist dann halt verletzt, ist halt blöd, weil der kann ja halt nicht behandelt werden. Ja. Aber du kannst so ein Häkchen setzen bei Selbstbehandlung und dann behandelt der sich mit einem Malus, keine Ahnung, -20% oder sowas. Da, wo man sieht, welche Krankheiten die haben oder wo kann man das machen? Ja, irgendwo war das, genau. Ja, okay. Entweder bei Behandlungen, bei Sozial, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nicht, ist es kein allgemeiner Reiter wie bei den Arbeiten, sondern du musst jeden Kolonisten einzeln anklicken. Ja, okay. Habe ich auch erst vor kurzem gesehen, weil ich dachte so, hey, was ist das für ein Button? Habe ich mal draufgeklickt. Oh, neu. Mhm. Was man auch nicht machen kann, ist, dass man sagen kann, dass du zum Beispiel, dass sie zum Beispiel abends nur zu Hause bleiben sollen, oder? Wenn es dunkel ist. Du kannst ja generell sagen, ob die nur im Haus bleiben sollen oder ob die in irgendeinem Bereich bleiben, den du definiert hast. Genau. Aber du kannst, nicht pro Zeit abhängig genau, machen. Du kannst nur pro Zeit sagen, ob sie schlafen sollen oder ob sie arbeiten wobei sollen. Wobei ich das immer komplett auf freie Verfügung stelle. Ich sage denen nie, die sollen irgendwie von 2 bis 6 Uhr schlafen oder so. Nee. Das ist ja so voreingestellt. Ja. Ach so. Ich mache das immer auf alles, mach, was du willst. Ah, das habe ich so gelassen, wie es war, nämlich. Habe ich früher auch gemacht, aber ich habe dann mal, wenn ich mal bei Streamern oder so zugeguckt habe, die haben das immer sofort umgestellt, weil es tatsächlich auch Leute gibt, die müssten auch nur 2 Stunden schlafen. Ach so. Und dann ist es Quatsch, wenn du die 6 Stunden ins Bett setzt. Ah, okay. Die stehen halt auf, wenn sie wach sind. Mache ich das vielleicht auch mal. Und wenn du die also eingestellt hast, dass sie 6 Stunden schlafen sollen, dann bleiben die auch 6 Stunden liegen, obwohl die seit 4 Stunden wach sind. Ah, verstehe. Ja. Genau. Okay, muss ich mal gucken. Aber dann schlafen die auch zu unterschiedlichen Zeiten, oder? Dann ja, das können ist die dann ja schlechter verwirrend. Interagieren. Ja, das ist echt krass teilweise. Wenn dann der Typ sich mittags um 2 ins Bett legt, weil er die ganze Nacht durchgearbeitet hat, dann ja. Da muss man dann halt irgendwie mit klarkommen. Das stört mich dann teilweise auch ein bisschen. Ja, muss ich mal gucken. Na gut. Dann spiele ich das jetzt nochmal. Gut, ich gehe dann auch mal. Bis denn, ciao. Bis demnächst, ciao.